Willkommen zu einer weiteren Mini-Lektion zur Differentialrechnung. In dieser Lektion besprechen wir ein Thema, einen Satz, den Sie wahrscheinlich in der Schule schon verwendet haben, aber wahrscheinlich auch nicht bewiesen haben. Und zwar ging es in der Schule darum, eine sogenannte Funktionendiskussion zu machen. Man bekommt eine Funktion vorgesetzt und man bekommt den Auftrag, bitte untersuchen Sie diese Funktion auf Minima und Maxima zum Beispiel. Und ja, es gab da so einen Satz, der sagte, wenn man die Funktion ableitet und in einem Punkt ist die Ableitung gleich 0, dann kann da ein Minimum oder ein Maximum sein. Und was man dann macht, ist, man untersucht die zweite Ableitung. Wenn die zweite Ableitung größer ist als 0, dann gibt es da ein Minimum. Und wenn die zweite Ableitung kleiner ist als 0, dann ist da ein Maximum. Das ist so etwa die Version davon, wenn man es in der Schule verwendet. Und ja, genau diesen Satz wollen wir jetzt hier also aufgreifen. Wir wollen ihn also jetzt erstmal so formulieren, dass er sozusagen universitären Ansprüchen genügt. Also wir wollen erstmal die Voraussetzungen streng hinschreiben. Und ja, dann wollen wir natürlich beweisen. Den Beweis habe ich hier schon anskizziert, wird das natürlich aber ausführlicher schildern. Und zu guter Letzt können wir natürlich das, was wir jetzt hier in dieser Formulierung des Satzes, aber auch in dem Beweis dann sehen werden, nochmal in Einklang bringen mit unserer Intuition, mit unserer anschaulichen Vorstellung. Wir haben hier so eine Funktion f schon skizziert und wir werden jetzt immer im Hinterkopf behalten, dass wir uns vorstellen, wir untersuchen diese Funktion hier in einem Punkt x0 und das lokale Minimum, über das wir jetzt gleich sprechen, das ist dann also hier. Und ja, wie gesagt, die genauere Diskussion von diesem Bild dann zum Schluss, wenn wir den Beweis schon durchgegangen sind. Gut, also gucken wir uns zunächst mal die Formulierung für den Satz an. Also Satz, sei f auf ab zweimal differenzierbar. Also natürlich müssen wir voraussetzen, f ist differenzierbar, sonst können wir ja gar nicht über die erste und zweite Ableitung sprechen. Und ja, für Differenzierbarkeit brauchen wir in der Regel immer ein offenes Intervall. Also wir haben hier ein offenes Intervall ab in den reellen Zahlen und da ist eben diese Funktion definiert und auch differenzierbar, also hier sogar zweimal differenzierbar. Und wir haben eben diese Voraussetzungen, die wir eben schon aus der Anwendung kennen, dass die erste Ableitung in einem Punkt x0 gleich 0 ist. Das wäre, wenn man es jetzt hier in die Skizze einzeichnen würde, ja, dass hier die Tangente in diesem Punkt x0 ist waagerecht. Und die zweite Ableitung ist größer 0 in x0. Das sind also unsere Voraussetzungen. Und dann sagt der Satz, dann hat f ein strenges lokales Minimum in x0. Das heißt, was wir hier lernen, ist, wir haben nicht nur ein Minimum, sondern wir haben ein genauer spezifiziertes Minimum, nämlich ein strenges lokales Minimum. Was heißt das? Zunächst mal streng heißt das Minimum deswegen, weil es streng in folgendem Sinne ist. Links und rechts von diesem Punkt, an dem das Minimum angenommen wird, liegen jeweils Punkte, wo die Funktionswerte echt größer sind. Also was nicht sein kann, dann hätten wir kein strenges Minimum, ist, dass links oder rechts von unserem Funktionswert, wo das Minimum von unserem Punkt, wo der Funktionswert ein Minimum annimmt, Punkte liegen, wo der Funktionswert derselbe ist, also auch dieser niedrige Funktionswert. Dann hätten wir zwar ein Minimum, aber kein strenges Minimum. Das ist also mit streng gemeint. Und ja, das Zweite, was hier steht, ist ein lokales Minimum. Das bedeutet Folgendes, was wir jetzt hier mit diesem Ersatz erreichen, ist, wir finden lokale Minima. Wenn wir uns hier mal diese Funktion anschauen, die hat hier ein lokales Minimum. Also hier um diesen Punkt herum gibt es eine Umgebung, um diesen Punkt x0 gibt es eine Umgebung, sodass in dieser Umgebung von x0 alle Funktionswerte größer sind als der Funktionswert im Punkt x0. Aber, und davon muss man es unterscheiden, das heißt nicht, dass der kleinste Funktionswert der Funktion ist,
überhaupt. Wenn ich jetzt diese Funktion noch weiter angucken, die ist ja hier nur so skizziert, aber es scheint hier so zu sein, als würde diese Funktion hier so gegen minus unendlich abhauen. Also hier sind auf jeden Fall die Funktionswerte kleiner als hier im Punkt x0. Das heißt, dieser Punkt x0 ist kein sogenanntes globales Minimum. Also ist nicht der kleinste Funktionswert, der Punkt, in dem die Funktion den kleinsten Funktionswert annimmt, sondern das ist ein Punkt, in dem die Funktion den kleinsten Funktionswert in einer Umgebung von x0 annimmt. Das ist damit gemeint, dass wir ein lokales Minimum finden und nur solche Minima finden wir hier mit diesem, oder nur für solche Minima sind wir sicher, dass wir sie finden mit diesem Satz. So, das sind also die Voraussetzungen und ja, jetzt haben wir ja auch schon einigermaßen am Bild diskutiert, wie die Vorstellung ist. Können wir uns jetzt also dem Beweis zuwenden. Der Beweis ist hier, wie gesagt, schon anskizziert. Um in den Beweis einzusteigen, erinnern wir uns, was war nochmal die Definition von der zweiten Ableitung im Punkt x0? Die Ableitung war doch immer als ein Limes von einem Differenzenquotienten definiert. Und wenn wir jetzt die zweite Ableitung bilden wollen, dann ist das der Limes x gegen x0 von der ersten Ableitung. Also Limes x gegen x0 von f', also von der ersten Ableitung, fx minus fx im Punkt 0 durch x minus x0. Das ist also hier der Differenzenquotient und das ist der Limes davon. Und ja, von diesem Limes, also von der Ableitung, von der zweiten Ableitung im Punkt x0, setzen wir voraus, das ist ja diese Voraussetzung hier, dass das Ganze größer ist als 0. Und nun fällt uns aber Folgendes auf. Diese Funktion hier, also diese Funktion hier, f' von x0, die ist ja, die ist stetig. Und zwar ist die deswegen stetig, wir wissen, dass sie stetig ist, weil sie differenzierbar ist. Wir sagen ja, f ist zweimal differenzierbar. Das heißt ja, wir können einmal differenzieren und da kommen wir bei f' raus. Und dann dürfen wir nochmal differenzieren. Das heißt also insbesondere, dass f' differenzierbar ist. Und dann wissen wir, Differenzierbarkeit impliziert Stetigkeit. Also ist diese Funktion f' stetig. So, dann können wir aber hier diesen Differenzenquotienten angucken. Der ist ja hier auch mit dieser Funktion f', mit dieser Ableitung gebildet. Und solange wir von diesem Punkt x0 hier wegbleiben, hier im Punkt x0 hätten wir offensichtlich eine Definitionslücke, weil wir hier durch 0 teilen würden, wenn wir versuchen würden, diesen Differenzenquotienten im Punkt x0 anzuschauen. Aber solange wir vom Punkt x0 wegbleiben, haben wir hier eine stetige Funktion stehen, weil eben diese Funktion hier stetig ist. Und was wir dann hier haben, ist also der Limes von so einer stetigen Funktion. Und dieser Limes dieser stetigen Funktion, dieses Differenzenquotienten, ist größer gleich 0. Das ist diese Voraussetzung hier wieder. Und das heißt also, jetzt müssen wir uns an folgende Sache erinnern. Wenn eine stetige Funktion einen Grenzwert hat, der größer ist als 0, dann ist sie in einer ganzen Umgebung von dem Punkt, auf den sie da zuläuft, auch noch größer als 0. Und das nutzen wir jetzt hier aus, um zu sagen, dieser Differenzenquotient, der ist in einer ganzen Umgebung von x0, von diesem Punkt x0 hier, größer als 0. Das heißt, wenn wir das formal hinschreiben, dann heißt das, es gibt ein Epsilon, sodass der Betrag x minus x0 es gibt ein Epsilon größer 0, sodass dieser Differenzenquotient ist, sodass dieser Differenzenquotient größer ist als 0 für x minus x0 vom Betrag größer 0, kleiner Epsilon. Also wenn wir sozusagen den Abstand von x und x0 klein genug wählen, nach links oder rechts, daher kommt dieser Betrag, dann sind wir sicher, dass dieser Differenzenquotient größer ist als 0, weil er eben auf einen positiven Grenzwert zuläuft. So, und ja, jetzt können wir ja folgende Schlussfolgerung ziehen. Wir wissen also jetzt, dass dieser Ausdruck hier ist in einer Umgebung von x0 größer als 0. Und wenn wir jetzt aber mal
links von x0 gucken, dann ist ja x kleiner x0, das heißt x minus x0 ist negativ. Und dann muss, damit das Ganze hier größer sein kann als 0, muss f' von x minus f' von x0 auch negativ sein. Also dann, und dann nutzen wir minus mal minus ist plus, um hier ein positives Resultat herauszubekommen, um hier einen Differenzquotienten herauszubekommen, der größer ist als 0. Also das heißt, wir können schlussfolgern, links von x0 muss f' von x kleiner 0 sein. Und ja, also das hier ist ja 0, ne? Das geht ja auch noch mit ein. Das ist ja unsere erste Voraussetzung hier. So können wir also folgern, dass f' von x kleiner 0 ist. Und ja, mit dem entsprechenden Argument andersrum können wir folgern, dass das rechts von x0 f' von x größer sein muss als 0. Und ja, dann können wir uns das Ganze ja einzeichnen. Wir haben uns jetzt gerade gefunden, links von x0 muss dieser Differenzenquotient, das ist ja so eine Steigung hier, Sie erinnern sich wahrscheinlich an dieses Steigungsdreieck, muss diese Steigung negativ sein und rechts davon muss die Steigung positiv sein. Und ja, damit haben wir den Satz praktisch bewiesen und wir sind auch hier gleich schon wieder bei unserem Bild gelandet. Haben die Schlussfolgerung in unserem Bild jetzt hier praktisch auch schon stehen. Links von x0 werden die Funktionswerte kleiner, da ist die Ableitung negativ. Und rechts von x0 werden die Funktionswerte größer, da ist die Ableitung positiv. Und damit haben wir gezeigt, dass im Punkt x0 tatsächlich ein strenges lokales Minimum angenommen wird. Und ja, wie gesagt, wenn Sie das Ganze jetzt auf den Fall eines Maximums erweitern wollen, dann drehen Sie einfach das hier um, sagen einfach f2' an der Stelle x0 ist kleiner 0, dann bekommen Sie ein Maximum. Und dann haben Sie eben diesen Fall mit dem Maximum auch gleich noch mit erschlagen, mit demselben Beweis, eben einfach alles umgedreht. Ja, das ist es schon für diese Lektion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.